Jo Leute, ich zeige euch jetzt alle Locations für die Presents und es geht direkt los. Das erste Present ist hier direkt am Anfang. Die zweite Location ist weiter hinten, und zwar direkt hier, hinter dem Baum. Das nächste Present findet ihr auf dem Trading Plaza, das ist egal, ob normal oder Pro. Und das einzige Present, das ihr auf dem Trading Plaza finden werdet, das ist hier hinten, wenn ihr zu dem Leaderboard geht, direkt daneben, da. Dann könnt ihr den Trading Plaza auch wieder verlassen. Die nächste ist neben der Pets Equip Maschine. Erstmal einen neuen Slot kaufen. Ein weiteres Present findet ihr in der Classic Obby drin. Und wenn ihr dann hier am Ende seid, klettert ihr einfach die Trust Parts hoch und findet ein Present hier oben drauf. Nächstes hier hinten, next to this tree hier. Ein weiteres Present ist hier direkt in der Kiste drin. Dann gehen wir rüber zu dem Wasserfall und haben es hier in der Ecke. Dann weiter nach hinten, an der Maschine vorbei und hier steht das nächste. Das nächste findet ihr hier in dem Minending drin. Ihr müsst einfach nur nach hinten durchlaufen. Nehmt am besten die Minenfelder hier auf der rechten Seite. Es steht da hinten. Ich mach das jetzt nicht. Nächstes ist in Area 17 und zwar hier hinter dem Baum. Da, auf der rechten Seite. In Area 18 müsst ihr in die Dschungel-Obby reingehen. Also ich zeige euch einmal die Dschungel-Obby. Einfach ganz normal die Obby machen. Hier auf dem Border warten, hinterherlaufen. Und direkt hier in dem Loch ist das Present, das ihr sucht. Dann könnt ihr auch schon wieder rausgehen. Dann tauchen wir einmal unter Wasser und gehen durch diesen Tunnel hier wieder nach oben. Hoverboard nicht ausrüsten und es schwebt hier einfach so an der Wand. Dann habt ihr noch eins in Atlantis. Ich muss es euch leider zeigen, weil ihr sonst danach suchen müsst. Und ihr könnt eigentlich den Parcours machen, dann kommt ihr schneller dahin. Vlup, 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 vlup. Und dann schwimmt ihr einfach hier rüber, gönnt euch das Paket und ich gehe zurück nach Hause. Und bei Fishing lauft ihr hier einfach in die Ecke, findet hier ein Present und könnt natürlich noch in Fishing reingehen. Für das nächste Present, dafür müsst ihr hier einmal auf den Berg hochlaufen und da hinten, seht ihr, ist das Present drauf und könnt dann auch Fishing wieder verlassen. Nachdem ihr mit dem Fishing fertig seid, geht ihr einfach rüber zur Fossil Dig Site, blub, und hier geht ihr einfach nach rechts und holt euch das Present von diesem Steinchen ab. Die nächste ist gleich nebenan in der Pyramiden-Obby. Die müsst ihr dann einmal absolvieren bis nach da hinten, da ist das Present. Und an der Stelle kriegt ihr es dann auch schon, ihr könnt es auch einmal vom Nahen begutachten. Ich gehe wieder raus. Nächstes Present seht ihr direkt hier in der Rainbow-Maschine. Da drin. Einfach schnappen. Und direkt gegenüber, hier auf dem Kaktus, das nächste Geschenk drauf. Dann können wir direkt weitergehen. Hier hinter dem Pissoir. Blub. Das hatte ich sogar noch nicht eingesammelt. Und direkt nach dem Present bei dem Scheißhaus geht ihr rüber in die Safari-Zone und findet dann das nächste Present hier. Danach latscht ihr einfach ein bisschen weiter, bis wir im Winterwunderland ankommen und das Geschenk steht direkt vor dem Haus hier. Dann drehen wir uns um, gehen einfach weiter und haben hier an der Wand, sieht man kaum, weil es bei mir weg ist, aber da ist ein Present. Und man muss zum Glück auch nicht in die Eis-Obby rein. Stattdessen einfach weiter zu dem Händler hier und neben ihm auf dem Schneemann obendrauf Geschenk. Schräg gegenüber, direkt hier auf dem Dach, nächstes Geschenk. Und wenn wir dann einfach mal den Skilift hier hochgehen, haben wir direkt hier hinter den Bäumchen das nächste Geschenk. Den Skilift wieder runter und wir finden direkt hier rechts ein Geschenk, welches sich nicht wirklich anzeigen lassen möchte. Und jetzt wird's tricky, bei der Lava kann man die Geschenke sehr schlecht sehen, aber hier links ist eins drin. Dann ein Stückchen weiter. Hier ist das nächste. Und dann geht's auch schon rein in Chest Rush. Denn hier gibt's auch ein Geschenk zu holen in der vorletzten Area. Oder in der letzten. Ja, in der letzten war's, glaube ich. Blub. Einfach durchlaufen. Dauert ein bisschen. Und sobald ihr hier die letzte Area habt, ist das Geschenk genau hier an dieser Stelle zu finden. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Chest Rush jetzt noch durchmachen, weil man kann durch den Chest Rush mal noch Christmas Presents bekommen. Achtet darauf, dass ihr ein Treasure Hunter 5 Enchant drin habt. Damit erhöht ihr eure Chancen auf Drops und da können halt Christmas Gifts drin sein, die euch nach vorne bringen. Nach Chest Rush gehen wir einfach weiter rüber und gucken dem Drachen hier einfach mal in den Kiefer rein. Da ist das nächste Present. Und dann geht's straight up rüber bis zu der Ecke da hinten und genau auf der Ecke steht das Present hier drauf. Und das nächste finden wir, wenn wir einfach hier rüber gehen, dann nach links. Und hier ist es hinter dieser Säule. Genau hinter dieser Säule dort. Von hier aus lauft ihr einfach straight up rüber und findet das nächste Present hier direkt hinter diesem Baum. Und dann könnt ihr direkt in Area 51 reingehen und findet das nächste Present hier direkt links in der Ecke. Und wieder raus aus Area 51 und hier auf dem Balkon ist das nächste Present. Und jetzt wird's anstrengend. Wir müssen hier in den Bambus. Und da habe ich mich vorhin schon nicht durchgezwängt. So, jetzt bin ich durch und das ist das nächste Present hier. Bam. Dann einmal gerade rüber zu den Brücken und dann zu der Brücke hier hinten links. Da ist das nächste Present. Jetzt müssen wir leider rein in den Blumengarten gehen. Und im Blumengarten laufen wir einmal um das Haus herum. Und direkt hinterm Haus steht es hier. Sobald wir da raus sind, gehen wir einmal hier hin. Dann einmal nach rechts und hinter dieses Haus. Und da ist das nächste Present. Dann gehen wir wieder zurück rüber zum eigenen Clan-Banner. Und gucken hier hinter die Mauer. Bap, da ist das nächste Present. Und dann geht es weiter zu diesem Märchenschloss. Gehen hier einfach rechts ran. Und hier ist das nächste. Und dann drehen wir uns einfach mal um. Gehen schräg rüber hier hin und blub, hier ist das nächste Present. Dann müssen wir rübergehen zum Cartwright into Preston. Das ist dann hier. Direkt davor finden wir ein Present. Und wenn wir reingehen, finden wir das nächste Present. Und das ist direkt hier außerhalb unserer Sicht, wenn man reinkommt. Direkt gegenüber haben wir hier das nächste Present eingesperrt und können dann einmal hier um die Säule rumgehen und finden das nächste hier direkt in der Ecke. Müsst ihr halt draufklicken. Nun gehen wir noch einmal hier hinten rüber. Blub, und hier findet ihr dann auch schon das nächste Present. Und das letzte Present, das ihr heute noch finden könnt, das findet ihr, wenn ihr hier nach hinten geht und
das ihr einsammelt. Da ist das letzte Present und das waren dann alle 50 Presents. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Teilt das Video auch gerne an eure Freunde, die noch nicht alle Presents gefunden haben. Das war's und ciao!